Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 25. Januar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, und wir haben aktuell ein Gap. Da sehen wir ein recht großes Gap nach unten. 13.900 wird jetzt erstmal für uns die erste Box platziert. Bei 13.907 gehen wir long oder 13.892 gehen wir short, wenn er in Richtung Gap Closing laufen möchte. Wir haben am Freitag hier, wenn wir die Blue Boxen sehen, eine 30,5er, aber wir hatten da auch, wenn wir jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart uns anschauen, am Freitag von der Vola her, da war das hoch, da war das tief, 180 Punkte, das ist okay, wir haben das Gap. Hier haben wir jetzt zweimal, wir haben jetzt also am Freitag, von Donnerstag auf Freitag das Gap. Wir sehen auf dem fast identischen Niveau von Freitag haben wir wieder eröffnet. Schauen wir mal, wo diesmal die Reise hingeht. Die grünen Boxen, das sind die Vola-Boxen am Freitag. Ich gehe da mal auf den 5-Minuten-Chart. Da haben wir einen besseren Blick. Sehen wir hier unten haben wir das Geschehen gehabt um die 13.800er Marke. Wir blicken mal rein. Wenn es aktuell so ist, dann kommt sie rein bei 13.994 zu 79, also im oberen Bereich die Vola Box. So, fangen wir an, aber wie wir jeden Morgen einmal unsere großen Charts uns mal anzuschauen und wir fangen im Daily-Bereich mit Gold an. Gold ist relativ, ja, ruhig, da gibt es nicht zu viel zu erzählen. Der DAX, blicken wir darauf, auch hier kein Short-Signal. Wer also sich mit unserer Technik auseinandersetzt, es gab noch keine gute rote Heiken-Asche-Kerze. Wir haben zwar die Sonne, aber es gab hier kein neues Signal. Öl. Heute mal auch hier, wir sind bei 52, kein neues Signal. USD Tech, Technologiebörse, wow, weiter Rekordniveau 13.472. Ja, da geht es weiter. Wochenchart, letzte Woche, wir sehen es wie ein Strich vom den Startschuss 12. April bei 8.797 und wir sind jetzt bei 13.472. Das ist die Technologiebörse S&P 500, die 500 größten Unternehmen auch auf Rekordniveau. Insofern müsste der DAX jetzt noch einiges aufholen. Schauen wir mal Bitcoin. Bitcoin auf Wochenbasis, wir sehen die 3 Tage und auf Daily-Basis haben wir ein Short-Signal. Bitcoin hier dieses Signal am Donnerstag. Ja, also alles relativ ruhig, ähnlich, aber weil wir ja immer den Vergleich, der wahrscheinlich mit Sicherheit hinkt, junge Leute handeln Bitcoin, ältere Leute handeln lieber Gold. Ja, aber wenn wir das Thema jüngere Leute hören, es gibt eine Wahnsinnsgeschichte oder es ist eine Börsengeschichte, die das ein bisschen widerspiegelt, was aktuell eigentlich an den Märkten Irrationales los war. Wir haben das ja schon mal vor ein paar Wochen erwähnt. Einmal gab es mal so eine Tweet-Nachricht von Tesla-Chef Elon Musk, der sagt, er nutzt nicht WhatsApp, sondern nutzt einen ja allgemeinnützigen Nachrichtendienst, ich glaube Springer oder sowas. Daraufhin hat eine große Community gegoogelt, ob dieses Unternehmen börsennotiert ist. Und es gab ein ähnliches Unternehmen, das so ähnlich hieß, also oder vom Namen her so ähnlich hieß, nicht von dem Dienst her, was die machen, was komplett anderes und ist innerhalb von kurzer Zeit nach oben geschossen und hat ihre Marktkapitalisierung, also den Wert des Unternehmens, dermaßen nach oben genommen, weil die Trading-Gemeinde darauf spekuliert hatte. Die nächste Story, die kommt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das mitbekommen hat, ist GameStop. GameStop ist ein Unternehmen, die ja, Game Shops führen, wo man also Spiele, Videospiele kauft. Ich bin leider nicht so ein Experte da drin. Auf jeden Fall ist dieses Unternehmen im letzten Jahr bei 200 Millionen Bewertung gewesen, auch schon sportlich, aber haben also keine großen Umsätze gemacht. Dann kam eine Story, dass da ein Investor eingestiegen ist, der
in Amerika teilweise Hundestores erfolgreich geführt hat, also Essensfutter-Futterdinger. Und daraufhin ist die Aktie erstmal angesprungen. Aber danach, aber das ist die Story letztendlich, dann kam auf einmal ein Hedgefondsmanager, der gegen diesen Wert, weil er sagt, dass dieser Wert ist, dieser Anstieg ist nicht gerechtfertigt und hat auf fallenden Kurs gewettet, also ist short gegangen. Wir kennen das ja in unserem Bereich, was wir täglich hier machen. Und dann gibt es in Amerika ein Portal, das nennt sich, glaube ich, Wall Street Bet. Da sind sehr, sehr junge, aktive Trader. Und die haben wiederum gegen diesen Shortseller, gegen den Hedgefondsmanager gewettet. Und daraus kam, und das wollte ich euch heute mal als kleine Story mal mitgeben, ja, wie irrational das Ganze ist. Also der Wert hat an Umsatz überhaupt nichts Großartiges verändert, aber der Aktienkurs ist innerhalb von einem Jahr 1200, aber ist hier explodiert. Und dieses Unternehmen, das 200 Millionen schon damals bewertet war, ist jetzt mit über 1 Milliarde, glaube ich, bewertet. Also totaler Irrationale. Und das sind junge Leute, man sagt so 2 Millionen junge Trader, die also einfach zocken und gegen diesen Hedgefondsmanager praktisch gewettet haben. Das nun mal so in den Hype, was momentan an den Märkten los ist. Was können wir damit machen? Wir können damit nichts machen, sondern wir konzentrieren uns auf unseren, wir konzentrieren uns auf unseren Trades. Ja, und für die Münchner, ich glaube, Mai-Theresa ist am Freitag an den Markt gegangen und hat ein Plus von denn am Start schon hingelegt. Also Mytheresa ist an den Markt gegangen. Ich glaube, gestartet in München 1987, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lutz, guten Morgen. Okay. Detlef. Wir genauso. Manuel, guten Morgen. Manfred, guten Morgen. Peter, guten Morgen. Das können wir gerne heute Morgen. Kann ich in Auftrag geben, Svenja? So, jetzt erst einmal 3312 und wir gehen jetzt nochmal rein in unser Box Trading. So, das heißt, wir haben hier 13.933 unsere Box. 13.400 ist die Big Number. Die Angel ist rausgelegt oder raus und warten jetzt, bis der erste Kurs hier reinläuft. So, wir wechseln jetzt hier unser Big Number 13.900 und gehen in die Blue Box. Es ist 8:49 Uhr. Eine Blue Box, die unter 30 ist, wird immer noch von uns getradet. Short bei 13.923, Long für 13.952. Also wir wechseln von der Big Number und gehen in die Blue Box. 13.952 Long, 13.923 Short. Video auch. Also jetzt offiziell die Box am 25. Januar ist eine Blue Box. Das ist der erste Trade. 13.952 sind wir Long. Und die Gegenorder ist platziert bei 13.923. Was machen wir, wenn die Big Number jetzt erreicht wird, die 13.900er? Dann versuchen wir, einen dritten Chart zu platzieren, schon als Pending. Und dann nähere ich mich schon den Herrn Jackno, dass ich dann drei Boxen habe. Also Big Number, Vola Box und Blue Box, meine Damen und Herren. Und Madame Lagarde spricht auch noch.
Hallo Fred. So, wir sind im zweiten Erster Punkt, Trade, also abgearbeitet. haben jetzt auf Zweiter. angepasst gedrückt. Schauen wir gleich mal. Der Kurs nochmal zurückläuft. Wir sind im zweiten Trade, Blue Box, haben auf angepasst gedrückt, spekulieren jetzt erstmal in Richtung Daily Pivot. Und eigentlich wäre die Spekulation eigentlich eher auf 87, denn das ist das Gap. Schauen wir mal, ob der Markt dorthin kommt. Zweiter Trade auf angepasst. Das Gewinnziel liegt direkt bei der Big Number 13.900. Wir ziehen jetzt hier mal das Ganze hier ran. Vorbereitung ist auch der Big Number Trade 13.907, 13.892. Und wir haben uns oben erstmal positioniert an der Roller Box. Das sind die drei Boxen, die aktuell laufen. Neun jetzt, also wir gehen in Richtung Big Number. Automatisch wird dann, ihr könnt das mal rüberziehen, wechsle ich mal den Chart. Bei 13.907. Pending Box ausgeführt. Jetzt ist die Pending Box ausgeführt. Das heißt, wir sind mit zwei Boxen. Einmal auf der rechten Seite sind wir jetzt im Gewinn bei den Blue Boxen im zweiten Trade. Jetzt spekulieren wir auf das Gap Close, Closing 13.907. Würden wir auf der linken Seite long gehen und 13.892 short. Das ist der sogenannte Big Number Trade. Wenn es schnell gehen sollte, können wir das Ganze auch noch ein bisschen runterziehen hier. Short mit der Big Number, mit dem Big Number Trade und wir sehen hier 82 liegt unser Gap Close. Und wir bekommen MTX ein Short Signal. Sehr schön und dieses nehmen wir. Sell Set 4 Differenz, das geht jetzt ein bisschen schnell. 5, 2, 0 MTX ausführen, zack. Also nochmal kontrollieren: 1%, 520, 1, 2 und 3. Wir sind Short MTX.
Und wir sind in der Blue, in der Big Number im zweiten Trade und ziehen auf angepasst. Und wir gehen in Richtung Volabox hier oben. Wenn er also steigen möchte, dann gehen wir Richtung Volabox. Die sitzt dort oben. Sind wir im Gewinn mit 0,01. So, Gap Close ist so 0,02. Drüben sind wir auch im Gewinn. Und jetzt Blue Box nehme ich raus. Blue Box nehme ich raus. Das ist der Eröffnungstrade, Blue Box. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns am Dienstag wieder, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt euch gerne einen Gastzugang holen, tradersclub24.de. Wir sind im zweiten Trade hier in den Gewinn gelaufen. Ja, und sind jetzt noch aktiv, wie ihr seht. Und wenn ihr weiter uns verfolgen wollt, kommt einfach zu uns in den Live-Trading-Raum. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, schöne, gute Trades, bleibt gesund und dann bis morgen.